Die Korrektur von Sehfehlern, welche sehr hoch sind, ist äußerst komplex und da müssen wir auch mehrere Punkte beachten. Zunächst mal ein Patient, welcher einen Sehfehler ab zum Beispiel minus 7 Dioptrien hat, sollte regelmäßig zum Augenarzt gehen, um seine Netzhaut auch zu überprüfen. Da können auch Probleme entstehen, völlig egal, ob sie den Sehfehler korrigieren oder nicht. Das ist im Vordergrund. Anschließend zu einem Sehfehler kann man, also nicht sehr hohe Sehfehler, das kann man häufig mit einem Augenlaser oder mit Linsenimplantation korrigieren. Und hier gibt es auch unterschiedliche Risiken. Bei manchen Patienten es kann sein, dass das Risiko einer Korrektur mit dem Augenlaser geringer ist als mit einer Linsenimplantation, mit einer Fakenlinse. Und umgekehrt, es gibt Patienten, wo eine Korrektur des Sehfehlers durch eine Implantation einer Fakenlinse wesentlich sicherer ist als Korrektur mit dem Laser. Weiter muss man bedenken, wenn man Kontaktlinsen trägt, hat man auch ein Risiko von Problemen. Das heißt, die Augen können sich entzünden, die Kornhaut kann dazu vernarben und dazu gibt es auch genug Daten in der Literatur, dass das Tragen von Kontaktlinsen auch nicht risikofrei ist. Das Tragen der Brille ist risikofrei, weil dann kann eigentlich an der Hornhaut nichts passieren. Jedoch muss man hier auch bedenken, wenn Sie irgendwo draußen sind und Sie haben einen sehr hohen Sehfehler von zum Beispiel minus 10 Dioptrien und Sie verlieren diese Brille oder die Brille fällt runter und ist kaputt, dann funktionieren sie eigentlich überhaupt nicht. Genau das gleiche, das Tragen von Kontaktlinsen. Wenn Sie schwimmen oder wenn Sie irgendwelche sportliche Aktivitäten betätigen und Sie verlieren diese Kontaktlinsen, dann funktionieren sie überhaupt nicht und Sie haben keine Ausweichmöglichkeit. Wobei bei Augen, die eine Sehfehlerkorrektur untergangen sind, ist dieses Problem eigentlich nicht mehr existent.